Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 2 und mit Level 3 Ripple Field. Kirby wurde gefressen, aber von einem lieben Fisch. Ja, diesen Fisch werden wir auf jeden Fall noch antreffen. Das ist einer der drei helfbaren Partner, die Kirby finden kann. Ich bemerke gerade, diese Welt hat auch nur 4 Level, beziehungsweise einen Boss. Viertes Level, Kirby Dance, Kirby Dance, Kirby Dance, yeah, yeah, yeah. Okay, fangen wir an. Keine Ahnung, was es gerade sollte. Oh, und ich habe noch die Schirmfähigkeit, stimmt. Die haben wir in der letzten Folge noch bekommen. Letzte Folge war übrigens die erste Folge, falls ihr sie verpasst habt. Aua. Obwohl ich glaube, ich möchte Schirmfähigkeit, glaube ich, auch gar nicht haben. Ah ja, und ja, komm, jetzt habe ich sie sowieso weggeworfen. Hier muss man aufpassen. Wenn man da drunter steht, immer ein bisschen vorgehen, zurück, abwarten, dass die explodieren und dann rüber. Immer aufpassen, weil die Dinger, seht, die explodieren und das tut schön weh. Oder unschön weh, je nachdem wie man es sieht. Wenn man mal so hiss ist, dann tut es wahrscheinlich schön weh. Das war's. Oh, Stein-Kirby. Yeah. Der Stein-Kirby, mit dem können wir Slopes runterrollen. Okay, sehr interessant, dass Kuh in der Form nicht zu einem Stein wird. Normalerweise werden die Helfer auch zum Stein, aber bei Kuh anscheinend nicht. Wow, aufpassen, aufpassen. Hier oben. Oh, das meine ich eigentlich nicht. Ich meine eigentlich hier. Ah, da ist nichts, okay. Uff. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt kann ich nur noch pusten unter Wasser. Yeah. Obwohl, da unten, da oben. Aua. Jetzt nicht, aber nicht down gehen, Kirby, ne? Jetzt nicht abkratzen. So, jetzt können wir unter Wasser bestimmt auch die Attacke einsetzen. Yes. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir denn da hin? Der ist da eingesperrt. Bro, alles okay? Aber wir haben eine sehr, sehr kleine Reichweite leider nur. Aber gut, ist verständlich. Man soll ja die Gewässer, ich kann nicht reden, soll man ja auch ein bisschen gefährlich machen. Von daher kann ich das verstehen. Hauen sie ab. Also nett, bye bye. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Oh, jetzt da was zu trinken. Nein. Wow. Ja. Cool. Ich konnte nicht schnell genug dahin. Weiß nicht, ob das so ein Troll ist oder ob man da wirklich rankommt. Auf jeden Fall habe ich es verkackt. Uff. Na egal. Und ihr seht schon, Welt 3 ist größtenteils eine Wasserwelt. Und ihr könnt gleichzeitig auch sehen, Kirby kann unendlich unter Wasser schwimmen und atmen. Wie lange geht dieses Areal hier? Das ist ein bisschen langweilig. Und das war's? Oh, ich hab gedacht, wir finden vielleicht noch den Fisch. Anscheinend aber erst in Level 2. Ich will jetzt aber auch hinkommen. Und die Musik in den Leveln hängt immer davon ab, welchen Partner wir haben. Falls man das nicht schon längst bemerkt hat. Das kann ja gut sein. Aber für die Leute, die nichts hier von dem Spiel wissen, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte, aber egal. Wow, knapp. Und gerade sage ich es, dann passiert sowas. Ach, egal. Oh, aufpassen. Okay. Oh, da bin ich lang. Kann ich da lang? Da komme ich nicht lang. Oh, da habe ich aber eine Vermutung, was wir da machen können. Bestimmt kriegen wir hier. Yep. Hier einen Bossfight. Ja, die Stacheln kann ich aber leider nicht aufsammeln. Oh, das kann ich aber aufsammeln. Okay, der Boss gefällt mir nicht. Der ist ein bisschen kompliziert, wenn man mit... Ach, als ob der genau da nach unten schießt. Ich dachte, er kann nach oben schießen. Ach, was ist das denn? Na komm, okay, nein, wir sind hier falsch. Oh, oh. Nein! Boah, ja, genau, genau, genau. Yes. Perfekt. Okay, aufpassen, aufpassen. Unten. Nein, ich... Ah! Ich will da noch diese Scheiße einsammeln. Nein, wir kriegen beim oberen Sack keinen... Wie es angehört hat. Beim Sack da oben. Ich meine... Oh. Kein Damage. Sieht nur so aus.
Bam! Da geht er down, endlich. Und wir kriegen die Blitzfähigkeit. Das ist cool. Keine Ahnung, warum Kuh davon nicht betroffen wird. Aber okay. So, oh nein, ich wollte eigentlich Kuh Abschied sagen, aber das geht anscheinend nicht. So. Und nun treffen wir auf Kain. Wie das aussieht. Ich kann mich doch bewegen. Kain kennen bestimmt viele von euch auch vom Anime. Es gibt da ein Kirby-Anime mit ein paar Folgen. Denn jetzt können wir der Fischfähigkeit hier rüber. Jetzt ist voll cool. Ich feiere das irgendwie. Warte, war da rechts noch was? Ich habe nicht drauf geachtet. A-Spam! Ja, hier war noch was. Aber wenn man A-Spam, dann kommt man viel, viel weiter. Aua, das hat weh. Oh, nice. Habt ihr es gesehen? Oh Gott. Die Animationen sind super in dem Spiel. Ich liebe es. Alle Sprites sind super. Hau ab. Kleine Mario-Röhren. In denen wir aber nichts anfangen können. Die schießen nur ein bisschen. Ja, keine Ahnung, Luft raus oder so. Oh. Okay. Der Hintergrund ist einfach weg. Nicht so schön. Das. Oh. Oh, okay, das ist cool. So können wir was erkennen. Oh. Oh, da ist eine Tür. Oh, das hätte man wahrscheinlich gar nicht gesehen, wenn man die Fähigkeit nicht hätte. Oh, das ist cool. Okay, bist ja einer meiner Lieblingsfähigkeiten. Zusammen mit Kain natürlich kombiniert. Hier aufpassen. Dieser scheiß Stachel kommt auf uns zu. Einfach mal ein bisschen nach vorne schießen. Ich feier die Musik irgendwie. Kannst du aber zum Glück auch bewegen. Wenn man die Fähigkeit gerade einsetzt. Okay, dann musst du aufpassen. Das Ding ist nicht nett. Okay. Schade, da ist kein Ständchen. Oh, aufpassen. Jetzt vor allem aufpassen vor den Dingern hier. Nicht aus Versehen treffen lassen. Das wäre fatal. Komm, jetzt treff ihn. Ja, es geht doch. Oder um so ein Ding. Kann man die eigentlich so abschießen? Ja, kann man. Perfekt. Okay. Zack. Oh, das ist das Ziel. Aber kann kein schwimmen? Ja, das kann er. Blub, 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 blub. Gib mir meine Fähigkeit. Okay. Ich kann meine Fähigkeit behalten. Yeah. Ah, ich liebe die Sprites einfach. Nice. So, und damit auf zu Level 3. Anscheinend das letzte Level dieser Welt. Da kommt schon Boss-Time. Oh, da müssen wir aufpassen. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn manche Helfer nicht wirklich sehr mobil sind, also dass man sich mit denen nicht so gut bewegen kann, finde ich sie actually viel lieber, als wenn ich ganz normal Kirby bin. Wow. Ich weiß auch nicht wieso. Ich finde einfach, dass die richtig cool sind. Ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen, die hier reinzubringen. Ich finde es nur schade, dass es in den meisten anderen Kirby-Spielen diese nicht mehr gibt. Ich weiß auch nicht warum. Das macht dieses Spiel aber auch schon besonders. Aber ich glaube, das Beste an dem Spiel, für mich persönlich zumindest, sind auf jeden Fall die Sprites. Oh Mann. Wenn man dieses Spiel remaken würde, dann wäre das nicht dasselbe. Dann wären die Sprites komplett anders. Ja. Nice. Also allein für die Sprites will ich das Spiel nochmal spielen. Ja, guck da. Ich komme nicht hoch. Geht doch nicht. Ich weiß nicht, wann das fliegt. Manchmal kann ich einfach nicht nach oben springen. Ich weiß auch nicht, wo die Hitbox bei mir ist. Seltsam. Alles seltsam. Oh, nein. Gib her, gib her. Okay. Ach, hier geht's weiter? Oh, ich dachte, hier wäre ein Bonusraum.
Egal, wir haben wahrscheinlich sowieso nur höchstens ein kleines Ständchen verpasst. Wir sind ja eh nicht 100% für mich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Spiel gar nicht mal so selten ist. Für den echten Gameboy. Ich hab das Spiel auf dem 3DS. Also ich besitze es. Und es war auf jeden Fall kein Fehlkauf, bin ich der Meinung. Weil es hat irgendwie 5 Euro gekostet oder so. Eigentlich voll chillig. Nur leider ist mein 3DS etwas kaputt. RIP. Da unten ist eine Tür, ich weiß, aber ich möchte erstmal gucken, was es hier gibt. Ein Ständchen! Yeah! Okay. So. Und jetzt sammeln wir Stände. Oh, da hinten ist eine Tür! Ist eine Tür? Oha, ist das fies. Hier ist ein Rainbow Drop? Oh Gott, ist das fies. Und dann haben wir die falsche Fähigkeit? Als ob wir die falsche Fähigkeit haben. Was ist denn das? Vielleicht Stein? Könnte Stein sein. Weiß es nicht. Wir holen dich noch! Aber erstmal suchen wir nach einer richtigen Fähigkeit. Das heißt, ich muss meine Fähigkeit aufgeben. Aber wir sind doch schon so gute Freunde geworden. Kein Filzfähigkeit und ich. Also, ich bleib Kirby, ne? Aber okay, hey. Bye, bye. Da ist er weg. Ja. Oh, wahrscheinlich bist du derjenige, den ich brauche, oder? Was? Ey, ganz ehrlich. Alleine für diese Sprites muss man das Spiel einfach lieben. Okay, der macht nichts, dann scheint wieder so Piranha-Pflanze. Nein, gib her. Ich brauch dich. Okay, hoffentlich war das richtig. Komm schon. So, wo war die Tür? Die war irgendwo hier rechts. Ja, einfach nach oben gedrückt halten, da findet man es. Okay. Und, war es richtig? Yeah! Da. Nice, damit haben wir schon 3 von den Regenbogentropfen. So, wie man die schon auf Deutsch nennen könnte. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns auf zum Boss. I think it's Boss Time. Ach, wisst ihr was? Ich mag die Steinfähigkeit nicht. Auch wenn das weit lustig war, wir haben es ja jetzt gesehen, wie es aussieht. Und das reicht mir. Ciao. Los, wo ist das Ziel? Das müsste jetzt eigentlich hier hinter sein. Oh, eine kleine Schwimmpassage. Klar, warum nicht? Oh, guten Tag. Aua, das hat weh. Bitte nicht nochmal. Ich habe gesagt, bitte nicht nochmal, wenn ich jetzt am Ende noch sterbe. Oh, bitte jetzt nicht am Ende noch sterben. Oh Gott. Nein, ich brauch das. Ich brauch das. Yeah. Okay, ein bisschen gefailt. Ein bisschen gesagt hier am Ende, aber... Ich bin verschieden gesagt, weil ich Sachen aufhebe mit meinem Mund. Egal, bin unlustig. Ein bisschen gesagt, aber jetzt läuft alles wie Paletti. So, aber anscheinend gibt's hier nichts. Einfach nur ein leerer Weg zum Ziel. Wuhu! Okay, das war ein bisschen schlecht. Aber ist ja auch wurscht. So. Denn das Einzige, was schlechter ist als ich, ist der Boss. Ein Fisch? Bam, 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 bam. Was macht er? Oh, okay, er schießt mit seinen... Ah, verdammt, er schießt mit seiner Glühbirne da oben auf den Kopf. Oh, er dasht. Okay, das habe ich nicht erwartet. Uff, das habe ich nicht erwartet. Da kommen Gegner. Aufpassen. Ich habe Angst vor ihm. Ich traue ihm nicht. Das Gefühl, er greift mich jeden Moment einfach random an. Zack. Ah, aber wir haben sehr viele Chancen anzugreifen. Das ist sehr nett. Leider habe ich die Chance verkackt. Das heißt, ich muss jetzt noch eine extra Runde warten. Oh Gott. Oh Gott, was ist das hier? Und wie soll man dem ausweichen? Das geht doch gar nicht. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Stirb!
Oh yeah, der kann jetzt in der Dunkelheit schmoren gehen. Yeah! Ach, die Sprites. Sieht aus wie Carpador irgendwie. Los, Carpador, auf zu Welt 4! Level 4, Eisbär. Oh, armer Kain. Da wird er einfach zurückgelassen. Und ihr seht, die Eisbergwelt ist größer. Let's go. Oh Gott, was bist du? Du bist auch wie so eine Katze. Diese eine Katzengegner ist das. Stachel! Nein! Was? Nein! Kain ist tot! Uff! Der Arme. Es war wohl Schicksal, dass ich ihn verliere. Aber keine Sorge, Leute, wir werden ihn wiederfinden. Bestimmt. Oh, ich merke gerade, diese Fähigkeit hätte ich sehr, sehr gerne. Komm mal her, du. Ich hätte ich sehr, sehr gerne. Seine besseren Fähigkeiten. Definitiv. Macht rundum Damage. Kann man schnell abbrechen. Also es ist basically der Stachel in besser, wie ich finde. Auch wenn der Stachel irgendwie cooler aussieht. Ist das euer Ernst? Die wollen, dass wir hier Feuer haben? Also ich denke mal, dass diese Eisblöcke... Ach verdammt. Mann, ich will Rick haben! Warte, hier ist doch Feuer, hier ist doch Feuer. Da drin ist Feuer. Komm her! Alles für Rick! Wow, aber nicht das. So, aber die Fähigkeit soll weg. Ich gehe nochmal zurück, weil ich möchte wirklich gerne die Sparkle-Fähigkeit. Obwohl, wir können da kurz schauen, wie der Igel aussieht. Oh, hinter sich macht er einen Stachel. Okay. Interessant. Ja, wow, was kriege ich jetzt? Wow, will ich nicht. Dann geh halt noch mal ein bisschen nach vorne und zurück, damit der Gegner nicht spawnt. Das will ich. Ja, ja. Warte ab. Du kommst her. Rick kriegt die Fähigkeit und Kirby wird elektrisiert. Wie es aussieht. Wie es scheint. So, hier müssen wir aber aufpassen. Ich glaube, das ist extra so ein Level, wo es mit Rick ein bisschen schwerer ist, aber es halt cooler ist mit ihm. Er ist tot? Wieso ist er tot? Rick! Er war wie ein Sohn für mich. Er war wie mein eigener Vater. Oh, Moment. Aua, ich bin zwar fast tot, aber... Eisfähigkeit! Das ist sehr, sehr nice. Aufpassen, die Blöcke gehen kaputt. Okay, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Wir sind nämlich kurz vorm Death. Leider habe ich ein bisschen zu viel rumgetrödelt. Müssen wir halt die Welt in der nächsten Folge abschließen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Oh, aufpassen, aufpassen, er schießt. Und jetzt, auf da. Zack. Oh, nice, den nächsten direkt auch getroffen. Tschüssele. Oh, aufpassen. Wir lassen erstmal schießen. Er hat geschossen. Und Spielsatz und Sieg. Kirby. Oh, oh. Was macht der kleine Blockgegner hier? Oh, oh, oh mein Gott, was macht der? Nein! Ah! Das habe ich nicht erwartet, dass da so Steine rausgeschossen kommen. Okay. Da akzeptiere ich halt den Tod. Oh. Schade. Ich dachte... ich habe gedacht, vielleicht kriege ich die Steinfähigkeit. Oh, er dasht, er dasht. Oh, er dasht nochmal. Oh, nice! Komm her, komm her. Komm, gib ihm die Steinfähigkeit. Wow, 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 wow. Boom! Stone Kirby. Ja, da können wir nicht rollen. Nur auf Slopes. Oh, da oben ist ein Stein. Okay, so, hier können wir rollen. Oh, Moment. Vielleicht ist hier irgendwo ein... Sternchen? Nö, okay. Oh, aufpassen, nicht zu weit. Nicht zu weit. Hier können wir nochmal einsetzen, glaube ich.
Oh, sieht ganz gut aus hier. Zack. Crushen alles kaputt. Oh oh. Die Dinger machen sehr viel Damage. Okay. Auf ins Ziel. Und wenn es euch gefallen hat, dann wünsche ich mir, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Das wäre nice. Ich werde mir offscreen Rick nochmal holen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Kirby's Dream Land 2 im Schnee.